Hörspiele sind Kopfkino. Mein Name ist Leonides. Sie wundern sich vermutlich, dass ich zu Ihnen komme. Hallo, liebe Hörspiel- und Retro-Freunde. Unser Podcast befasst sich heute mit einer wahren Stimmlegende, ja? Hans Petsch. Und wer mit dem Namen nichts anfangen kann, der hört jetzt mal hier kurz rein und er wird sagen, natürlich, diese Stimme kenne ich. Du weinst mir keine Träne nach. Entschuldige, wer scheidet? Du oder ich? Du? Folglich bist du für die Tränen zuständig und nicht ich. Was meinst du? Kann ich als Witwe ausgeschnitten gehen? Frag den Briefkastenonkel oder die Glasspaltentante. Kümmerst dich doch sonst immer darum, was ich trage. Als meine Witwe musst du ohne meinen Rat auskommen. Solange ich nicht ohne dein Geld auskommen muss, werde ich's überleben. Ach, du bist ja wirklich ein raffgieriges, gefühlloses kleines Biest. Na, wiedererkannt? Ja, der großartige Hans Petsch. In den nächsten Minuten möchte ich euch einiges von und über ihn berichten und hoffe, dass ich damit kleine Lücken eures Wissens über ihn füllen kann. Ja, geboren wurde Hans Petsch am 7. Dezember 1909 in Altmünsterroh, das ist im Elsass. Ja? Und er war ein deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher und sogar Filmregisseur. Ja? Er hatte eine der, haltet euch fest, bekanntesten Stimmen im kompletten deutschsprachigen Raum und galt damals in der Bundesrepublik Deutschland als Märchenonkel der Nation. Ja, wie gesagt, kam er im Grenzort Altmünsterroh im Elsass als Sohn eines Beamten zur Welt. Er wuchs in Straßburg, Darmstadt und Berlin auf. Ein Fisch fand einmal einen Hut in seinem Teich. Der Hut hing an einem Ast, der aus dem Wasser ragte. Der Wind hatte den Hut übers Wasser geweht, der Ast hatte ihn aufgefangen. Da hing er nun. Du Armer, sagte der Fisch zum Hut, das ist eine wirklich schlimme Lage, in die du geraten bist. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Ah, was, erwiderte der Hut und lachte, du brauchst mich nicht zu bemitleiden, ich find's lustig. Ein wunderbarer Tag heute. Ein bisschen schade, das dunkle Studio bei dem schönen Licht hier. Nach dem Abitur studierte er in Marburg und Berlin. Nachdem er während des Studiums bei einer Schüleraufführung sein Interesse am Theater entdeckt hatte, trat das Philologiestudium in den Hintergrund und Petsch beschloss, Schauspieler zu werden. Nach Abschluss des Studiums erhielt er 1931 sein erstes Engagement am Stadttheater Gießen. Es folgten Engagements am Theater der Stadt Heidelberg, an den Bühnen der Hansestadt Lübeck, am Saarländischen Staatstheater Saarbrücken, so etwa bis 1939, und von 1939 bis 1944 am Deutschen Theater Prag. Also der Mann kam ziemlich rum. In Saarbrücken wurde er zusammen mit dem übrigen Ensemble nach einer Aufführung von Madame du Barry Adolf Hitler vorgestellt. Ja, ein dunkles Kapitel. 1944 wurde er zur Wehrmacht einberufen. Nach kurzer Ausbildung erlebte er die Verteidigung der Stadt Köthen in Anhalt und sein Regiment zog bis Tangermünde. Anschließend ging er in Kriegsgefangenschaft. Er traf später auf seine Frau in Selbitz. Ja, Selbitz ist in Oberfranken nahe der thüringisch-tschechischen Grenze. War ich auch schon mal, kenne ich sogar recht gut Selbitz. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte Petsch am Staatstheater in Braunschweig und von
1946 bis 1947 am Württembergischen Staatstheater Stuttgart. 1947 fand er das Schauspielhaus, das er für den Rest seines Theaterlebens nicht mehr verlassen sollte, das bekannte Thalia Theater in Hamburg. Die nächsten 28 Jahre bis 1975 arbeitete er dort unter den Intendanten Willi Mertens, Kurt Räck und Boy Gobert als Schauspieler und Regisseur. Am bekanntesten wurde Hans Page einem breiten Publikum seit den 1960er Jahren als Erzähler in zahllosen Aufnahmen klassischer Märchen und anderen Hörspielproduktionen für Kinder, hauptsächlich für das Tonstudio Europa, darunter zum Beispiel Die Hexe Schrumpeldei, Der kleine Muck oder Huibu und so weiter, denen er mehr als 30 Jahre lang seine markante Stimme lieh. Allerdings gab es auch Hörspiele, in denen Page andere Rollen übernahm, so zum Beispiel in der Europa-Serie Edgar Wallace oder Die drei Fragezeichen. Sporadisch stellte er sogar sein komödiantisches Talent unter Beweis. So war er der glücklose Gaius Bockschuss in Folge 1 der 80er Asterix-Hörspielreihe oder der mysteriöse Dr. Stein in der Folge Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten aus H.G. Francis Grusel-Serie. Das Hörspiel ist auch unter dem Titel Dracula trifft Frankenstein bekannt. Als Synchronsprecher sprach er unter anderem Barry Morse als Lieutenant Gerard in der Krimiserie Auf der Flucht und den Sheriff Roy Coffey in der Serie Bonanza. In Kampfstern Galactica ist er als Erzähler zu hören. Ja, in dem 1944 entstandenen Spielfilm Der unheimliche Gast synchronisierte er Donald Crisp in der Rolle des Commander Beach. In der Hörspielserie Gabriel Burns leitete er jede Folge mit einem kleinen Text ein. Bei Point Witmark sprach er in den ersten 30 Folgen den Teaser zur nächsten Folge am Ende jenes Hörspiels. Ja, neben seinen Tätigkeiten als Sprecher übernahm Page Film- und Fernsehrollen. Seine Stimme war außerdem bei Musikproduktionen zu hören, so zum Beispiel im Album Unter falscher Flagge von den Toten Hosen, dem Album 13 von den Ärzten, Liebesschmerz von Schiller oder beim Dance Project Märchenmann. Man findet ferner einige Edituteman-CD-ROMs, unter anderem Willi, der Zauberfisch und Max und die Geheimformel von Tivola mit seiner stimmlichen Mitwirkung im Handel. Dann aber mit der Währungsreform mit der 48 in ungeahnter Schnelligkeit. Das Wirtschaftswunder hält Einzug in Hamburg. Ich hielt es aus, die Nacht hindurch diesen drei Hellern nachzujagen. Und als ich sie gefunden hatte, dachte ich gar nicht dran, dass es nur luppige drei Heller waren. Sie bedeuteten mir eine Trophäe. Ich ging beruhigt zu Bett im Bewusstsein meines Sieges. 2002 erschien die CD Der Märchenprinz, seine letzte Veröffentlichung, auf der Hörspielausschnitte, Gedichte, Märchen und haltet euch fest, ein Hip-Hop-Stück mit seinem Namen zu hören sind. Gestorben ist Hans Page am 3. Februar 2002 in Hamburg und er wird für alle Zeit unvergessen sein. Es lebe Hans Page, es lebe das Hörspiel, es leben die Abonnenten mit gutem Geschmack auf diesem Kanal. In diesem Sinne, immer schön, schön. Retro. Bleib. Thank you.